Stat-Track. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Herzlich willkommen hier zu meinem allerersten CSGO Graffiti Box Opening. Ich habe jetzt nur eine Box, aber das könnte auch recht cool werden. Ich habe sowas noch nie gemacht, auch noch nicht gesehen, aber ich dachte mir, hey, ich habe so eine Box, ich mache die jetzt einfach mal auf, ne? Ich nutze dieses Video außerdem noch, um euch Streamzeitenänderungen vorzutragen. Was gibt's hier eigentlich alles? Das sieht ja mal nicht so prickelnd aus. Ace wäre was für mich, weil ich immer Aces mache, klar. Welcome to the Clutch, cool. Naja, ich bin gespannt, ich hoffe, ich krieg was richtig Cooles. Wegen der Streamzeit, Leute, ich streame jeden Dienstag und Donnerstag. Meine Zeiten verschieben sie jetzt auf 19.30 Uhr. Also ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis mindestens 21.30 Uhr, also 2 Stunden. Ja, so sehen dann meine neuen Streamzeiten aus. Sonst haben wir alles am Stissel. Wir drücken jetzt hier auf die ganze Geschichte. Seid ihr bereit? Ich will was Cooles. Los geht's! Ich habe keine Ahnung, vielleicht... Oh Gott, ich hab wieder gespuckt. Vielleicht wird's ja irgendwas ultra... Oh! Im Stat-Track! Sieht cool aus. Ich bin zufrieden. Cool. Jetzt will ich mal schauen, was das sowas wert ist, so ein Graffiti. Ich nehme an, genauso wie Skins, ein paar Cent halt nur. Das ist noch 80 Cent? 80 Cent ist das wert! Das ist Graffiti. Wahrscheinlich, weil das alles noch ganz neu ist, ne? Was ist dann erst so ein rotes wert oder wie auch immer? Oder die Waldfee. Komm, wir machen doch schnell so ein Upgrade hier mit diesen hellblauen. Und los geht's! Ah, was haben wir da? Was haben wir da? Ah, eine Dragonlaw, alles klar. Eine M4A. Eine M4A 1S Varicamo. Geht eigentlich, oder? Und die ist sogar, lass mich mal eben schauen, 32 Cent wert, Leute. Also wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Kleine Anmerkung am Rande. Es hat auch tatsächlich jemand geschrieben, was mir einfallen würde, es ist nicht der genaue Wortlaut, als YouTuber mit 3500 Abonnenten ein Giveaway zu machen, wo ich Waffen weggebe, die zusammen noch nicht mehr 5 Euro wert sind. Ich musste schon kichern, so innerlich, und dachte auch, war... Also wenn man ganz von vorne anfängt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ihr wisst, wie ich meine, ne? Was assoziiert man mit 3500 Abonnenten? Also direkt irgendwie, dass man 3500 Euro am Tag Cash erhält oder so und sich davon ganz viele tolle Skins kaufen kann? Ich glaube nicht, also wisst ihr, wie ich meine? Ich gebe mal wertvollere Sachen weg, mal weniger wertvolle Sachen. Es gibt doch für alles Abnehmer, wisst ihr, es ist ja geschenkt. Und deswegen konnte ich die Aussage einfach nicht so ganz nachvollziehen, vor allem, weil die auch das erste Mal kam. Ich habe anfangs darüber nachgedacht, bei meinem ersten Giveaway dachte ich, oh, soll ich wirklich blaue Skins rausgeben? Ist es nicht irgendwie scheiße oder so? Und ihr habt euch alle ultra gefreut, jedes Mal. Ich habe auf YouTube ja schon 12 Giveaways gemacht oder so, oder 20, keine Ahnung, oder 8. Naja, und im Stream mache ich ja das Gleiche. Gut, die Waffen im Stream waren, vor allem beim 24-Stunden-Livestream, doch eher Red Skins, also schon einige wertvolle Dinge dabei. Aber, naja, geschenkt ist geschenkt, oder? Was, da kann man doch nicht großartig rumpimmeln, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe ja sogar noch so ein Stickerle, aha. Und so ein Stat-Track-Swap-Tool habe ich noch. Wo habe ich denn das alles her? Habt ihr mir das alles geschenkt? Freut euch auf zukünftige, richtig edle Sachen. Vielleicht haue ich einfach mal ein paar Graffitis und ein paar Sticker raus oder so. Und noch Skins dazu, wer weiß. Merkt euch, jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr Livestream. Falls irgendwas nicht klappt oder irgendwas Spezielles passiert, haue ich das auf Twitter raus und ich haue es auf Facebook raus. Manchmal fehlt mir die Zeit, noch schnell ein YouTube-Video zu machen, wenn irgendwas Besonderes ist, wenn ich zum Beispiel abends, wenn ich weiß, scheiße, heute Abend kann ich nicht streamen, wisst ihr? Was ganz, ganz, ganz selten vorkommt. Dann schreibe ich es einfach kurz auf Twitter, wisst ihr, und dann ist es raus. Und dann hoffe ich einfach, dass ihr das erhaltet. Wer keinen Twitter hat, gut, dann könnt ihr noch auf Facebook gucken. Und sonst wird es halt echt dann schon eng. Ich hau's auch immer in mein YouTube-Feed rein. Ich weiß nicht, wie ihr den seht, ob ihr das bekommt oder nicht, meine Nachrichten über YouTube. Aber naja, und alle, die jetzt noch zuschauen, ja, nach so einem langen Palaver, ohne Spiel, ohne Opening, ohne irgendwas, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben für euch selbst. Weil ihr so lange durchgehalten habt. Ihr habt mir einfach mal zugehört. So was habe ich mir ja schon Jahrhunderte nicht mehr getraut, wirklich so ein Video zu machen, wo ich einfach nur erzähle, wo ich auch nicht rumlaufe oder so, was Witziges mache, sondern ausschließlich mit euch erzähle. So was würde ich sogar gerne etwas öfter machen, aber ich weiß, dass es eine schwierige Sache ist, ne? Es kann oft langweilig werden. Also vor allem, wenn man mir nicht folgen möchte, dann, verstehst du? Also meinen Worten nicht folgen möchte. Wie immer noch ein kleines Geheimnis zum Schluss.